Kommt, wir nehmen Snacks mit in die Schule, verstecken unser Smartphone, schlafen im Unterricht und machen selbstgemachte Sticker. Heute zeigen wir euch lustige Schulhacks. Ich langweilige mich im Unterricht, aber es gibt ein neues Video und ich möchte es mir gerne ansehen. Aber der Lehrer sieht alles und nimmt mein Smartphone weg. Aber meine Freundin hat natürlich auch ein Smartphone. Aber nach dieser Standpauke will meine Freundin mir es nicht geben. Aber wir verwenden einen cleveren Hack. Nehmt eure Jacke oder den Mantel von der Schulter ab, legt den Ärmel auf den Tisch und versteckt euren Arm. Legt die Hand mit dem Smartphone unter den Schreibtisch. Falls die Lehrerin wiederkommt, müsst ihr das Smartphone unter dem Schreibtisch verstecken. Aber diesmal bekommt sie nichts mit. Jeder hat kleine Macken, die nicht schädlich, aber sehr ärgerlich sind. Warum leckt man zum Beispiel immer den Finger an? Damit man leichter umblättern kann? Aber ihr müsst das nicht tun. Ihr braucht einfach ein Gummiband. Wickelt es um den Zeigefinger. Stimmt, so ist es viel angenehmer. Papierseiten kleben am Band und drehen sich ohne Probleme um. Welches Fach haben wir jetzt? Biologie? Chemie? Englisch? Alle Notizbücher sehen gleich aus. Und das richtige Heft finden wir immer erst zuletzt. Aber meine Freundin hat keine Probleme. Ein Blick auf das Notizbuch und sie weiß, zu welchem Fach es gehört. Nehmt ein dickes Notizbuch mit mindestens 48 Blatt. Drückt die Seiten fest zusammen. Schreibt das Unterrichtsfach mit einem Stift darauf. Fertig! Jetzt seht ihr das sofort. Hey, dein Notizbuchcover sieht so bunt aus. Woher hast du die Sticker? Ich will auch welche. Klar, sie hat auch ein paar handgemachte Aufkleber für dich. Drück für diesen Lifehack Schwarz-Weiß-Bilder aus. Und malt sie mit Buntstiften aus. Dann braucht ihr ein paar Gummibärchen. Schmelzt die Bärchen in der Mikrowelle und dreht das Bild um. Tragt die klebrige Mischung mit einem Pinsel auf. Und verteilt den Geleekleber gleichmäßig auf dem Papier. Die Aufkleber sind fertig. Ihr könnt sie in einem Ziploc-Beutel befestigen. Zieht einfach die Aufkleber vom Kunststoff ab und dekoriert die Notizbuchabdeckung. Ein großes Plus bei diesen Aufklebern ist, dass sie sich leicht lösen und wieder auf ein anderes Notizbuch kleben lassen. Hey, passt auf, sonst werdet ihr zu spät. Das kommt davon, wenn man nicht nach vorne guckt. Ihre Bücher liegen überall verstreut. Dabei gibt es einen praktischen Trick, wie das nicht mehr passiert. Verwendet euren Gürtel, um dies zu verhindern. Stapelt die Bücher und zieht den Stapel mit dem Riemen fest. So ist es viel einfacher. Und alle Bücher sind geordnet, auch wenn sie runterfallen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Pause haben. Aber die Schulglocke hat bereits geläutet. Und ich muss mir dringend etwas überlegen. Zum Beispiel, wie ich mein Smartphone verstecken kann, damit der Lehrer nichts bemerkt. Ah, deine Saftpackung ist leer? Diese Packung kommt mir gerade recht. Wir zeigen euch, was ihr da machen könnt. Legt das Smartphone auf die Packung und zeichnet den Umriss nach. Schneidet dann eine Tür aus. Legt jetzt das Smartphone in die Packung. Jetzt haben wir ein geheimes Kino. Cool, oder? Nur eure Freundin darf davon wissen. Ihr könnt den Ton im Klassenzimmer nicht einschalten. Schaut euch also einen Stummfilm an und deckt das Smartphone im richtigen Moment mit der Papptür ab. Meine Freundin hat offensichtlich Probleme mit ihrer Handschrift. Es sieht aus wie Kritzeleien. Und sie hält den Stift nicht richtig. Die Kappe sollte gerade auf die Schulter zeigen. Schaffst du das nicht? Legt dein Gummiband an euer Handgelenk. Dreht es einmal und hakt den Stift ein. Das Gummiband hält den Stift automatisch in der richtigen Position. Und eure Handschrift sieht gleich viel sauberer aus. Na geht doch!
Wenn auf dem Schreibtisch ein richtiges Chaos herrscht, fallen die Sachen immer wieder zu Boden. Und wenn ich versuche, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen... Ihr braucht einen Binderclip und ein Gummiband. Sammelt Marker und bindet sie mit dem Gummiband zusammen. Befestigt das Band am Scherenring. Und befestigt den Clip an der Tischkante. Hängt ein Federmäppchen daneben. Und befestigt die Schere und ein Cutter separat. Ihr erhaltet ein Aufhängesystem für die Aufbewahrung. Braucht ihr einen Marker? Holt es vorsichtig heraus. Und jetzt ist der Tisch schön geordnet. Nur die Stärksten überleben die letzte Stunde. Wir müssen andauernd die langweilige Stimme des Lehrers ertragen. Aber wir könnten am liebsten einschlafen. Sie hat es nicht geschafft. Hey, wach auf! Unsere Lehrerin wird ausrasten. Wir zeigen euch, wie ihr im Unterricht schlafen könnt, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Ihr braucht einen Pullover, einen Ballon und ein großes Bild von euch. Pustet den Ballon auf und steckt es in den Pullover. Legt das Smartphone ein und zieht die Kapuzenschnur fest. Legt euren Rucksack auf den Stuhl. Zieht den Pullover an und legt euch auf den Schreibtisch. Die Lehrerin wird so bestimmt nichts bemerken. Aber das ist natürlich nur eine lustige Idee. Passt lieber im Unterricht auf. Meine Freundin liebt Chips. Hier liegen überall Chipsdosen rum. Meine Freundin liest und nimmt sich andauernd Chips heraus. Es ist so unbequem. Ich brauche am besten einen Halter für das Buch. Ah, vielleicht können die leeren Dosen helfen. Bindet ein paar Chipsdosen mit Gummibändern zusammen. Und legt ein Buch dazwischen. Genial! So kann ich viel besser lesen und essen. Und jetzt zeigen wir euch ein Lifehack für eine Laptop-Tasche. Löst den langen Griff. Ihr müsst den Gurt später wieder befestigen. Führt den langen Griff durch die Tragegriffe. Ihr erhaltet zwei separate Griffe. Ihr könnt die Tasche wie einen Rucksack auf den Rücken legen. Fertig! Eure Hände bleiben frei. Und ihr könnt noch mehr nützliche Dinge tragen. Das ist hilfreich! Lernen macht viel mehr Spaß, wenn es etwas zu essen gibt. Aber unsere Lehrerin ist natürlich nicht derselben Meinung. Sie hasst es, wenn wir im Unterricht essen. Meine hungrige Freundin beißt verzweifelt auf den Stift. Lass das lieber. Ich habe Gummibärchen-Lesezeichen. Hier, schau. Ihr braucht Büroklammern und ein paar Gummibärchen. Befestigt die Beeren an den Büroklammern und bringt sie an den Seiten des Notizbuchs an. Es macht noch viel mehr Spaß, die Bärchen mit den Zähnen zu greifen. Hm, Gummibärchen. Super praktisch. Und jetzt kommen Chips, die gut versteckt sind. Für diese Idee braucht ihr Scrapbook-Papier und eine Pringles-Dose. Bedeckt es mit Papier und verwendet Heißkleber. Klebt dann einen Reißverschluss an. Es sieht aus wie ein normales Federmäppchen, aber eure Lieblingschips sind da drin. Öffnet einfach zum richtigen Zeitpunkt den Deckel. Das ist super schlau. Gib mir 5. Mein Kugelschreiber streikt mal wieder. Was kann ich da machen? Na los, schreib bitte wieder. Aber egal, wie sehr ich es probiere, der Kugelschreiber will einfach nicht schreiben. Ich brauche ein Feuerzeug. Erhitzt die Spitze des Stifts. Haltet es ein paar Sekunden über das Feuer. Falls die Tinte nicht leer ist, müsste dieser Trick funktionieren. Mal sehen, es hat funktioniert. Der Stift schreibt wieder. Was kann man tun, wenn ihr einen Film sehen möchtet, aber ihr Notizen machen müsst? Oh, das endlose Problem. Dieses Hin und Her nervt. Für diesen Lifehack braucht ihr ein Smartphone und einen Kleiderbügel. Befestigt den Aufhänger am Laptop-Monitor und bringt das Smartphone auf der anderen Seite an. Mit zwei Bildschirmen lösen wir alle Probleme. Und jeder muss natürlich selber entscheiden, jetzt den Film zu Ende schauen oder eine 1 für die Prüfung bekommen. Das ist nicht schwer.
Ich lese und meine Freundin kommt plötzlich mit ihrer Sportkleidung an. Sie packt sie aus. Oh, was stinkt denn hier so? Ja, was soll ich denn machen? Wir haben einen schnellen Trick. Nehmt einen Ziploc-Beutel und legt die stinkenden Klamotten hinein. Verschließt den Beutel und stellt es für einen Tag in den Gefrierschrank. Entfernt dann die Kleidung und der unangenehme Geruch ist komplett verschwunden. Durch die Kälte wurden die Bakterien zerstört. Eine wahre frostige Frische. Wie fandet ihr unsere Lifehacks? Schreibt uns, was euch am meisten überrascht hat. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.